Radis Erben, der Löwenpodcast. der Spieltagsrückblick. Sie haben der Löwen-Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Es wird langsam beängstigend, was der TSU 1860 für eine Serie äh, ja, weiter ausbaut. Das ist wirklich unglaublich und sich erarbeitet hat logischerweise. 1-0 gewinnt man in Ferl. und jetzt gewinnt man auch schon die Spiele unter Janikis, wo man nicht das bessere Team ist. Das spricht sehr, sehr für die Mannschaft, wenn man jetzt auch schon so viel Selbstvertrauen hat, sich eben auch in diesen Spielen dann nicht unterkriegen zu lassen, sondern eben auf die, auf die Chance dann auch zu warten, die es gegeben hat. Guttau, <laughs> ja, der hat dann wieder das Tor gemacht, hat dann wieder getroffen und somit 60 München, die nächsten drei Punkte beschert. Ja, also nach dem Spiel haben sie alle gesagt, wir waren nicht die bessere Mannschaft, wir hatten Glück, vor allem glaube ich, Olli, das kann man zusammenfassend sagen, Marco Hiller, der hat seine Sache richtig gut gemacht. Es gibt ja da jetzt quasi die Rotation im Tor jede Woche, mehr oder weniger, Bei 60 München, einmal darf Richter, einmal darf Hiller. Jetzt hat es Hiller wieder super gemacht, zuvor hat es Richter klasse gemacht, also perfekt, besser könnte es nicht sein. Aber den Abstand, den sich 60 München jetzt erarbeitet hat nach unten, das ist wirklich beachtlich und man muss dann auch festhalten, ja klar, jetzt träumen wieder ganz ganz viele, aber man muss schon sagen, also der Abstand nach oben ist jetzt kleiner als der nach unten, Olli. Ja, du bist also auch so ein Träumer, Tobi. Erstmal Servus, hallo. Äh, ja, also äh, der Abstand nach unten, 14 Punkte auf dem ersten Abstiegsplatz. Und wenn man dann so ein bisschen, äh, sage ich mal, nach oben schielt, ja, äh, und dann eigentlich Platz 5, würde momentan eben für die DFB-Pokalqualifikation pokal äh, Qualifikation reichen. Das sind nur ein paar Punkte. Also, das ist, wäre oder das wäre aufzuholen. Äh, aber ich will natürlich nochmal zurückgehen, eben auf, auf das Spiel jetzt in Ferl. In ja, also ich muss ehrlich sagen, mich hat sehr überrascht wie ich die Startelf gesehen habe von Agis Janikis, äh, weil das hat man jetzt nicht so zugesagt. Und ich sah mich dann auch ein bisschen bestätigt, weil äh, 60 München in den ersten 45 Minuten, die hatten gar nicht gewusst, was eigentlich mit ihnen passiert. Äh, und der Trainer hat es ja auch richtig gesagt. ja, Wir hatten zum einen Marco Hiller und den Pfosten auf unserer Seite. Genauso war ja auch. Äh, muss sagen, ich war begeistert von Ferl, äh, wie die ihr Kurzpassspiel aufziehen, wie beweglich die sind. Also die haben 60 München vor brutale Probleme gestellt. Und, und da muss man ja sagen... Entschuldigung, da muss man sagen, die standen nicht zu Unrecht so weit oben. Die hatten jetzt ein bisschen Pech in den letzten Wochen. Das hat man ganz deutlich gesehen. Ja, eben. Das hat man ganz deutlich gesehen, dass die einfach eine richtige Qualität haben. Und, und das muss auch mal sagen. Die haben ja im Winter einen Adelast gehabt. Also Okorbos ist nach Bielefeld gegangen. Dann äh, Batista, May, äh, Batista Mayer hat den Verein verlassen. Ist dann äh, für kurze Zeit nach Dresden zurückgekehrt. Jetzt spielt er ja bei Grasshopper Zürich. Also äh, da ist richtig Qualität in der Mannschaft und auch äh, Gab es ja auch den Trainerwechsel quasi kniert weg, äh, ist er ja nach, nach Bielefeld gewechselt und dann Alexander Ende, macht echt einen Pop-Job, muss ich sagen, also ich bin begeistert von dieser Mannschaft, wie die Fußball spielt. Also äh, so genau sollte eigentlich eine Mannschaft Fußball spielen, äh, woran man sich auch eben dann begeistern kann. Ja? Dass die jetzt viermal in Folge verloren haben. Ja? Das ist eben auch das fehlende Spielglück, dass wir ja auch, äh, also wir auch aus eigener Erfahrung kennen, äh, diese Erf Erfahrung eben, dass wir eben in der Vorrunde das ein oder andere Spiel verloren haben, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Ja, und das wird jetzt so ein bisschen ausgeglichen, dass man jetzt mal ein Spiel gewinnt, wo man eben nicht die bessere Mannschaft war. Ja, Olli, jetzt hast du gesagt, fünf Punkte momentan auf Platz fünf. Der würde momentan für die DFB-Pokalteilnahme reichen. Das ist das eine. Das andere ist, jetzt kommt es natürlich knuppeldick ne, für 60 München, Ulm und Dresden. Jetzt gehe ich mal pauschal nicht davon aus, dass 60 München diese beiden Spiele gewinnt. Das wäre auch ein bisschen vermessen. Aber wenn. 60 München diese beiden Spiele gewinnt. Ja, dann wird es aber mal richtig spannend. Dann hast du nach dem Ulmspiel sieben Punkte auf Platz drei, möglicherweise. Das ist, schon, das ist schon brutal, wenn man sich vorstellt, wie weit 60 München davon entfernt war. Ja, das ist richtig, Tobi. Also ich habe nicht die großen Sorgen für das Heimspiel gegen Ulm. Ich gehe davon aus, dass wir da gewinnen. 3-1 werden wir da gewinnen. Äh, ist mein Gefühl oh, zumindest. Oh, oh, oh. Das, ja, das ist klar. doch mal eine Ansage, du. Nein, das ist keine Ansage für mich, Tobi. Äh, ich muss sagen, ich bin jetzt von Ulm. Man muss jetzt nur mal an das Rückspiel denken. Natürlich haben wir einen Flow als Aufsteiger, keine Frage. Das ist eine gute Mannschaft. Ja, aber für mich ist es trotzdem nur Hausmannskost, die natürlich... Äh, auch von der Arbeit des Trainers profitieren von Wörle, der ja früher auch bei 60 München in der U21 gespielt hat und danach war er ja mal Trainer der Bayern Frauen. Das ist ein guter Trainer, keine Frage, aber trotzdem sollten wir mit der Qualität der Mannschaft Ulm besiegen. Und dann kann man natürlich so ein bisschen träumen, dass man eben diesen DFB-Pokalplatz noch erreicht. Momentan, wie gesagt, würde Platz 5 dafür reichen. Und ja, das sollte dann das Ziel sein, sollte man eben dieses Spiel gegen Ulm gewinnen. Ja, also es ist ein bisschen darf wieder geträumt werden. Ich meine, klar, also man, man, muss, sich, man muss sich mal vergegenwärtigen. Es sind, es sind noch jede Menge Spiele zu gehen. 27 Spiele sind jetzt absolviert, 38 gibt es insgesamt in der dritten Liga. Ähm, es sieht nicht so aus, dass die da vorne komplett durchmarschieren, dass die jetzt alles gewinnen. Da waren die Top-Teams in den letzten Wochen einfach zu wechselhaft. Und wer weiß, also wenn 60 München diesen Lauf ausbauen kann. Vielleicht ist ja noch irgendetwas drin nach vorne hin, Platz 5, Platz 4. Möglicherweise, auch wenn ich es nicht dran glaube, Platz 3. Aber wie gesagt, ausschließen darf man in dieser Liga logischerweise nichts. Die ist völlig verrückt, die ist völlig irre. Es, es gibt keine Mannschaft, die sich da irgendwie absetzen kann. Man hatte gedacht, Regensburg und Dresden setzen sich ab, aber die die bröckeln jetzt auch wieder ein bisschen. Also das ist, das ist wirklich äh, völlig irre, was in dieser Liga los ist. Ähm, eines muss, muss klar sein, also wenn, wenn es noch irgendwie Ziele gibt, die 60 München erreichen möchte in dieser Saison, dann braucht man Siege mit Unentschieden oder so, kommt man nicht weiter. Es muss die Siegesserie ausgebaut werden, sonst ähm, wird das logischerweise nichts. Jetzt ähm, kommen wir zur Bewertung. Wir haben es ja schon gesagt, also Marco Hiller, ja, Wahnsinn, also ist zurückgekehrt, nachdem er zuletzt krank gefehlt hatte, ähm, nachdem Richter auch super gehalten hatte, der ist jetzt krank, jetzt Hille also im Tor, hat äh, Riesenparaden mit dabei und war maßgeblich daran beteiligt, dass es kein Gegentor gegeben hat. Du hast ihm die zwei gegeben, ich gebe ihm die eins was soll er, was soll er noch besser machen? Ja, Tobi, man muss natürlich, äh, du hast recht, äh, er war fehlerlos, ja, äh, aber ich... Sehen natürlich auch die Spielwertung sozusagen oder die Leistung von 60 in der ersten Halbzeit. Ja, da waren ja bis auf Hiller und, und Verlat waren ja alle auf einer Note 5 aus meiner Sicht. Ja, äh, das muss man so deutlich ansprechen, vor allem auch. Äh, dass der Matchplan des Trainers ja überhaupt sich gegriffen hat, der hat sich dann Gott sei Dank äh, korrigiert dann, äh, Janikis in der Halbzeitpause und dann, dann sieht man eben, was eben ein Trainer ausmacht, der, der auch selber Fehler eingesteht und, und der nicht dann fest an, an das System hält, sondern einfach Korrekturen macht und, und das gefällt mir eben bei Agis Janikis so, aber jetzt kommen wir zurück zu Marco Hiller, natürlich eine tadellose Partie, er erinnert mich so ein bisschen an so einen Handballtorwart, ähm, wie gesagt, wie er da mit, mit der Fußabwehr da das, das 0 zu 1 verhindert hat in der ersten Halbzeit, das war bravourös, muss man sagen, sagen und ja aber man sieht auch äh, dieser Konkurrenzkampf mit David Richter äh, der, 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 der setzt nochmal neue Kräfte bei ihm frei und, und ja das wirkt sich dann eben auch auf das Spiel von 60 München aus und, und deswegen eben äh, bekommt er von mir eine gute Note, die Note 2. Man kann natürlich darüber streiten, wenn ich eine Komma Note gehabt hätte, würde ich ihm 1,5 geben. Aber ich habe mich bei, bei Marco Hiller für die zwei entschieden, weil, wie gesagt, das gesamte Spiel von 60 natürlich schon sehr, sehr ausbaufähig war. Aber trotzdem muss man sagen, so ist Hiller natürlich eine Bank bei 60 Münken, genauso wie es Richter in der letzten Woche gezeigt hat gegen Halle. Und wie gesagt, das ist ein Luxusproblem für 60 Münken und wohl dem, der zwei so gute Tore dort. Ach, das ist fast schon schade, dass beim Fußball in einer Mannschaft nur ein Torwart spielt, ähm, bei, bei zwei so starken. Keepern. So, wir haben uns ein bisschen enttäuscht hat oder enttäuscht an Abführungen. Er, er ist ein Riese, er wird seinen Weg gehen, aber das war jetzt nicht unbedingt sein, sein allerbestes Spiel, wo er mir gut gefallen hat. Er war mitbeteiligt ähm, Beim 1 zu 0 für 60 München hat er das mit eingeleitet mit einem Pass auf Guttau, wenn ich mich recht entsinne. Äh, äh, mit einem Pass auf, auf Schröter, äh, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, dementsprechend. Michi Glück jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht. Du hast die Spielwertung angesprochen, das war schwierig. Von uns beiden, wir sind uns einig, die Note 3. Ja, Michi Glück bekommt die 3, weil man muss schon sagen, er passt nicht so zu quirligen Spielern ja, auf der Außenposition. Ja. Er ist, er ist für, prinzipiell ist er ein Spieler für die Mitte, aus meiner Sicht. Ich trage sogar die 6. Position zu. Und dann hat er natürlich schon seine Probleme äh, im Umschaltspiel auch so ein bisschen. Aber er ist ein junger Spieler. Ja, also äh, ich sehe ihn nicht auf der Außenposition, äh, dafür in der Mitte. Äh, aber natürlich, wir haben es immer gesagt, Michi Glück muss immer spielen und der, der Trainer hat eine Position für ihn gesucht. Ja, und äh, er hat dann eben, eben gebracht. Aber ich glaube, in diesem Spiel... Wäre jetzt eben äh, was Quirliges besser gewesen, vor allem auch, auch Zweikampfstärke, die auch äh, Kilian Ludewig äh, prinzipiell mitbringt. Also da hätte ich auf Ludewig gesetzt. Äh, klar kann man sagen, wo lässt man dann den Glück spielen? Also ich sehe den Glück einfach als einen Eigenspieler. Äh, deswegen hätte er bei mir wahrscheinlich den Vorzug gegenüber Rheintaler bekommen. Äh, aber wie gesagt, wir sind nicht der Trainer oder ich bin nicht der Trainer. Äh, so hätte ich zumindest aufgestellt. Und ja, Glück war eben am Vorabend auch beteiligt, du hast es schon gesagt, er hatte den Pass auch auf Schröter gespielt, in die Gasse rein und, und Schröter dann den Ball zurück, wo er dann frei über den Ball geschlagen hat, du hattest ja, ja erst gemeint. Nein, ich habe gesagt, ja... ich, ich hab gesagt, ich bin mir unsicher, weil er nämlich zu, zu ja. aber kommen wir noch zu, weil er zu gut auch rüber geguckt ja. hat. Ähm, ich war mir unsicher, habe ich gesagt. Das habe ich im Stadion auch ganz gut gesehen. Der ist ihm quasi so an ein Sprunggelenk gesprungen und, und dann glücklicherweise zu, zu Guttau, Aber da kommen wir später dazu. Wie gesagt, und nochmal zurück zu Glück. Ja, war solide, aber er weiß natürlich, dass es viel besser geht. So, Rheintaler, da sind wir uns ebenfalls einig. Der hat wahnsinnig viel auf die Socken bekommen in diesem Spiel übrigens. Der lag ja alle paar Minuten. Kein einfaches Spiel für Max Reinthaler. Hoffentlich hat er sich da nichts behalten von diesem Spiel. Note 3 von uns beiden. Ja, ich fand schon, das war ein akzeptabler Auftritt von ihm. Er hat sich reingehauen und in den Dienst der Mannschaft gestellt. Vor allem in der Luft ist er halt schon richtig gut, aber natürlich Fjell hat es halt auch viel eben über die Außen oder im, 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 im Kurzpassspiel probiert. Da ist es natürlich nicht so einfach für diesen Spielertypen, der über 1,90 Meter groß ist, aber trotzdem hat er seine Aufgabe gut gemacht und Deswegen die Note 3 für ihn. Ja, einen Tick besser hat die Aufgabe Jesper Verlat gelöst, der Kapitän. Das war tatsächlich gut. Also, wenn du, wenn du in so einem Spiel zu Null rauskommst, liegt es logischerweise einerseits am, am Torwart, das haben wir ja angesprochen, aber andererseits natürlich auch an den Verteidigern. Der hat wahnsinnig viel Druck gemacht und 60 München hat es irgendwie geschafft, eben kein Gegentor zu kassieren. Und dann muss man den Kapitän logischerweise dann auch in die Rechnung mit reinnehmen. Und deswegen gibt es, auch da sind wir uns einig, Note 2. Ja, die hat sich in alles reingeworfen, was aufs Tor kam und, und, und die Zweikampfführung von ihm war wirklich exzellent, muss man sagen. Und, und ja er ist so der Kopf der Mannschaft ja und ich würde mir wünschen natürlich dass 60 Minuten den Vertrag mit ihm verlängert, aber ich habe natürlich meine Zweifel, weil eben das Budget bekannterweise bei 4,5 Millionen Stand jetzt liegt und ja wenn man jetzt eben die Verträge nicht verlängern kann, dann ist es natürlich schwer solche Spiele dann eben auch zu halten. Aber ich glaube schon, dass es ihm jetzt mittlerweile wieder mehr Spaß macht als in der Hinrunde, weil eben 60 gewinnt. Und dann will man natürlich, will man dann schon, sagt man dann zu sich möglicherweise, äh, mache ich nochmal weiter hier äh, oder, oder schlage ich einen neuen Weg ein. Und, und klar ist auch, 60 München kann ihm wahrscheinlich nicht mehr bieten, als er bisher bekommen hat. Und das muss man auch in diese Vertragspoker mit einbeziehen. Äh, und äh, ja, äh, also ich würde es bedauern, wenn Jesper Verlaat 60 München am Saisonende verlässt. Definitiv, eindeutig, aber momentan sieht es tatsächlich ein bisschen danach aus. Was uns überrascht hat, weil Libre Quadro auf der linksverteidiger Position das Ganze zuletzt exzellent gemacht hat, mehrmals exzellent gemacht hat, dass er auf dieser Position rotiert hat und Fabian Greilinger gebracht hat. Das hat mich ein bisschen gewundert, nicht nur mich, sondern auch dich, Olli. Fabian Greilinger hatte Schwierigkeiten, hat sich in der zweiten Halbzeit ein wenig stabilisiert, ist dann, glaube ich, auch nach vorne gerückt. Ähm, Fabian Greilinger, deswegen von uns beiden noch die Note 4. So schaut's aus, also der war schon so die, die, diese, dieser Schwachpunkt in den ersten 45 Minuten bei, bei 60 München. Der Trainer hat sich dabei natürlich was gedacht, der, er, er meinte eben, dass das Greilinger zu diesen quirligen Spielern besser passt. ja. Aber leider muss man sagen, Greilinger war da schon überfordert in den ersten 45 Minuten. Und ich hätte ihn ehrlich gesagt schon Mitte der ersten Halbzeit rausgenommen. Und ich glaube, dass quadro einfach besser gepasst hätte von seiner. Präsenz auch und, und äh, von seiner Erfahrung her auch. Und da war schon Greilinger äh, eben überfordert. Äh, hat ihn dann trotzdem drin gelassen äh, äh, nach, nach dem Seitenwechsel. Äh, und dann hat er sich ein bisschen stabilisiert, muss man sagen. Und, und dann nach dem 1-0, das wär, ist dann genau sein Spiel von Greilinger, wo er dann auch eben immer in die, in die Tiefe gehen kann. Äh, und er hat, wie gesagt, noch gerade einen, einen Vierer äh, von mir bekommen. Äh, da muss er sich steigern, äh, will er weiter bei 60 München bleiben. So, damit sind wir bei der Doppel-6. Da hast du zweimal unterschiedlich bewertet. Ich habe auch unterschiedlich bewertet, auch nicht so wie du. Im Übrigen, Tim Rieder, dem hast du die drei gegeben. Also zentrales Mittelfeld, das war schon so ein bisschen ein Schwachpunkt. Auch lag vielleicht auch ein bisschen an der Leistung von Frei, die mir nicht zugesagt hat. Um, Rieder, der bessere von beiden diesmal. Ich würde sagen Note 4. Ja, Tobi, das kann man so und so sehen. Erste Halbzeit auf, auf jeden Fall, muss man sagen, beide waren sehr, sehr schlecht. Äh, quasi wirkt auch ein bisschen unbeweglich, ja, überfordert äh, gegen diese, die, gegen diesen schnellen, Fehlerspieler. Spieler, ähm, aber ich finde schon, dass sich wieder dann in, in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert hat, äh, deswegen habe ich mich bei ihm noch für eine 3 entschieden, wenn es äh, die 3,5 geben würde, hätte ich ihm die 3,5 gegeben, aber er war besser als frei äh, und, und das muss man dann eben auch die Bewertung dann eben äh, sehen und deswegen habe ich mich bei ihm noch gerade für die 3 entschieden, aber man hat schon gemerkt, ja, wenn, wenn ein Spieler agil sind, dann hat er so seine Schwächen, aber wie gesagt, es hat noch gerade zur Note 3 gereicht bei ihm. Ja, also freies Startelf-Einsatz hat mich tatsächlich sehr gewundert. Er konnte sich nicht anbieten, warum lässt er nicht mal den Glück daneben wieder spielen? Ich glaube, das wäre vielleicht die bessere Variante, aber es ist, ist, so, ist nur so eine Idee. Also Frei hat mich nicht überzeugt, war beim Tor beteiligt, da ist ihm der Ball drüber gerutscht, es hat tatsächlich erstmal so ausgesehen, weil er direkt zu so gut auch rüber geguckt hat, dass er das so wollte, aber der ist ihm komplett abgerutscht, dieser Ball, also er wollte das selber abziehen und dann ist der Ball da gut auch hingefallen. Würde mich interessieren, was er selber dazu sagt, aber ich glaube, den wollte er so definitiv nicht. Dementsprechend ja, also da hat er die Torbeteiligung mit dabei, ja, aber insgesamt darf man halt nicht vergessen, wie er sich über 90 Minuten präsentiert hat. Und das war von Mal frei zu wenig. Deswegen gibt es von mir die fünf. Oh, die Note 5. ja. Also er war viel zu statisch, ja. Und nur Dirigieren reicht halt eben nicht in so einem Spiel, wo, wo man ja gewusst hat, was auf 60 Minuten zukommt. Also das war viel zu unbeweglich aus meiner Sicht. Da muss er mehr in die entscheidenden Situationen mit reingehen, da muss man, muss man auch mal einen Körper zeigen und, und das hat er viel zu wenig gemacht aus meiner Sicht und deswegen gehe ich davon aus, dass Starke, wenn er wieder fit ist gegen, gegen Ulm, dass dann Starke wieder spielen wird auf dieser Position. Ja, Starke war ja ausgefallen. Wie gesagt, auch Glück wäre vielleicht so eine Option, den auf der, auf der Sechs spielen zu lassen. Ja, also kann man sich jetzt streiten, logischerweise. Wir kommen zu den Offensivspielern am Samstag und sind... Bei Moritz Schröter angekommen, auch da sind wir uns jetzt wieder einig. Das war zwar eine gute Flanke, die er da reingebracht hat vor dem 1 zu 0, also da war er wieder beteiligt, ja. Deswegen schwanke ich so ein bisschen, du hast ja gesagt, mit 0,5 Noten und so, ne. schwanke ich ein bisschen zwischen 3 und 4, würde ihm aber tatsächlich die 4 geben für diesen Auftritt. Das war insgesamt von Moritz Schröter zu wenig. Ja, der Auftritt von Schröter war mau, weil von ihm erwartet man natürlich was anderes aufgrund seiner Erfahrung. Äh, er konnte, nicht, konnte sich nicht so durchsetzen, wie man es eigentlich von ihm kennt, aber trotzdem war er eben noch an, an dem Tor beteiligt und, und äh, auch wenn das natürlich ein Glück war dann am Ende, aber trotzdem, er hat die Idee dafür gehabt, für den Pass in die Tiefe, hat er auch äh, ganz klar Glück signalisiert, spielt den Ball da rein äh, und das gehört halt eben auch dazu, aber er ist momentan, hängt so ein bisschen durch, aber trotzdem das Kollektiv von 60 Müngen gewinnt und da gehört er eben dazu. Aber wie gesagt, diesmal nur die Note 4 für ihn. Ja, also man, man muss wirklich mit einbeziehen, nochmal, wir sind ähm, absolut glücklich, dass das eben diesen Sieg gegeben hat gegen Ferl, aber wenn, wenn alle ähm, nach der Partie sagen, auch die Löwen alle sagen, Moment, also das war schon ein bisschen glücklich, wie das so gelaufen ist, dann ja, äh, dann, dann kann man einfach nicht, nicht, nicht hergehen und da äh, jedem eine 1 und eine 2 geben, das funktioniert so logischerweise nicht. Wir sind beim Torschützen angekommen, bei Julian Gutau, der vielleicht, ist was wenn man, wenn man auf die letzten Wochen blickt, jetzt nicht sein allerbestes Spiel gemacht hat ähm, in Ferl, aber er hat eben wieder das Tor gemacht und deswegen bekommt er von mir so ein bisschen Bonus. Ähm, ich, du hast mich als Fanboy schon bezeichnet äh, letzte Woche ich bin absoluter Fan geworden von Julian Guthau. Das stimmt, weil das eine unglaubliche Leistung ist, die er da, die er da seit Wochen zeigt. Vor der Partie hat es geheißen von der Kollegin dass der Vertrag ausläuft. Da hat Dr. Christian Werner logischerweise widersprochen. Wir haben letzte Woche lediglich gesagt bei uns, dass wir uns vorstellen könnten, dass der eventuelle Zweitligist anklopft und den, den ablösen möchte. Aber wir haben natürlich nicht gesagt, dass der Vertrag ausläuft. Die Kollegen sind jetzt davon ausgegangen, dass bei Guthau der Vertrag ausläuft. Das ist nicht der Fall. Aber logisch, wenn da irgendjemand kommt, ja, dann ähm, könnte es vielleicht auch so einen Wechsel geben von Julian Guttau. Was wir uns nicht wünschen, weil er momentan die Lebensversicherung ist von 60 München. Also es gibt so eine, so eine kleine Aufwertung eben, weil er das Tor gemacht hat. Weil auch so ein Bonus aus den letzten Spielen. Du hast ihm die drei gegeben, von mir bekommt er die zwei. Ja, du bist aber generös, Tobi. Ja, also erste Halbzeit. Äh, Gilt natürlich auch bei Guttau äh, komplett abgetaucht, ja, also eigentlich nicht zu sehen. Ähm, ich glaube, nur einmal beim Freistoß, der aber ab, äh, abgeprallt ist an der Mauer, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, also klar, beim Tor, das macht er klug dann, ja, äh, legt den Ball dann noch mal rüber, glaube ich, äh, oder beziehungsweise macht, es mit seinem, macht, macht den Ball mit seinem rechten Fuß, ja, mit seinem schwächeren Fuß. Er äh, muss auch erstmal machen, ja, äh, das spricht für ihn. Ähm, aber es ist nur eine 3. Ja, ähm, muss man auch sehen, dass er einfach nicht, nicht so ins, ins Spiel gefunden hat, wie man es sich eigentlich von ihm erwartet. Aber wie gesagt, es gibt auch mal so, so Ausschläge nach unten, nach oben. Und es war jetzt eine schwächere Leistung von ihm, aber trotzdem ist es noch eine 3. Ja, wo wir leider nichts Gutes drüber sagen können, ist die Leistung von Mansur Urutakwa. Das tut uns auch wahnsinnig leid, weil wir prinzipiell beide, glaube ich, Olli, sehr von ihm überzeugt sind. Wir sind auch überzeugt, dass es seinen Weg machen wird. Allerdings war das nicht das Spiel von Manzo Urotakwa. Vorsichtig formuliert. Ja, was soll man sagen? Also da, da kann man jetzt keine positive Bewertung mehr vornehmen bei Urotakwa. Es gibt leider diesmal von uns nur die fünf. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder was Besseres. Aber auch Tobi, dieser Einsatz ist für ihn so, so ein Lerneffekt. Ja? Also jedes Spiel bringt ihn weiter. Und dann sieht er auch ganz deutlich, woran hackt es noch bei ihm. Ne? Und, und, und für mich ist er momentan noch kein Startspieler. Er hat sich natürlich in Aue den Starteinsatz verdient gehabt, aufgrund seiner Leistung im, im, Spiel, im vorigen Spiel, äh, mit, dem, äh, mit dem Tor, glaube ich, in Lübeck war das, glaube ich. Genau, da hat er sich das verdient gehabt. Aber man sieht natürlich schon noch die Defizite. Aber, aber wen wundert Der Junge ist 19 Jahre alt. Ja? Also ist ja klar, dass der nicht sofort hier der neue Heilsbringer wird. Und man muss ja auch eins sagen: In der Hinrunde war er ja teilweise sogar auf der Bank in der Bayern-Liga-Mannschaft des TSV 1860. Aber. Der Junge hat Riesenpotenzial und da wiederhole ich mich eigentlich. Und, und äh, ich würde mir schon wünschen, dass 60 die München diesen Spieler zumindest halten kann, weil der wird irgendwann mal eine Börse geben. Äh, ja, also ich gehe davon aus, dass er mal einen Marktwert äh, von 1,5, 2 Millionen Euro haben wird äh, in, in den nächsten drei, vier Jahren. Und deswegen sollte man sich eben die Dienste dieses Spielers oder dieses Talents auch, auch dann sichern. Ein Spieler, über den man eigentlich das genau das, was du jetzt gesagt hast, auch behaupten kann, finde ich es für einen Lagmacher. Also es trifft eigentlich genau das Gleiche auf ihn zu in diesem Spiel. Du hast ihn besser bewertet, als man so Ich tue mich ein bisschen schwer, ihn, ihn besser zu bewerten, weil auch ihm nicht so viel gelungen ist in diesem Fußballspiel. Aber da gilt auch das Gleiche. Er hat super, super, super gespielt in den letzten Wochen. Und dass da mal ein schlechtes Spiel kommt, okay, kann, kann ja passieren, kann mal passieren. Ähm, da, da wollen wir jetzt keinen Vorwurf machen. Ähm, das war für alle Löwen an diesem Samstag ein bisschen schwierig mit diesem Gegner, mit Ferl. Ähm, und auch Finn Lagmacher hatte da ebenso seine Schwierigkeiten in dieser Partie. Boah, also du hast ihm die 4 gegeben. Ich tue mich wahnsinnig schwer, da mitzugehen. Ähm, Tag war die 5 zu geben, ihm die 4 die zu geben. Also sagen wir mal 4,5 Die gibt es nicht, Tobi Ich weiß <laughs> Mach weiter also meine Begründung, dass ich Lagmacher eine Note besser gegeben habe, ist, ist ganz klar. 60 München war ja in der zweiten Hälfte neu eingestellt und da hat halt eben auch Lagmacher dazu gehört. Also so deutlich muss man das sagen. Wie gesagt, für mich war die Spielwertung von 60 bzw. die Leistung der Spieler in der ersten Halbzeit auf Note 5, ja, bis auf Hiller und, äh, und Verlat. Und deswegen kann ich auch die Note 4 rechtfertigen, weil Lagmacher war 78 Minuten auf dem Platz und hat eben dann auch mitgeholfen, eben auch dieses, diese 1 zu 0 Führung zu erzielen. Natürlich war er nicht direkt beteiligt, aber man muss ja das Kollektiv wiederum sehen. Deswegen ist noch eine 4. Also, willkommen zu den Jokern. Du hast gesagt, dass der Trainer korrigiert hat zur Pause. Quattro kam für Uro Takba ins Spiel. Und äh, demzufolge hat sich da schon ein bisschen was geändert auf der Seite. Quadvo hat es hinten ein bisschen stabiler gemacht ähm, als Greilinge, der dann nach vorne gezogen wurde. Ja, das war, war ganz okay, was Quadvo da gezeigt hat. Deswegen gibt es die Note 3. Ja, die Statik war dann wieder viel besser von 60 und daran hatte eben auch äh, der Einsatz von Quadvo eben seinen Anteil dran. Ich persönlich hätte ihn von Beginn an spielen lassen, aber wie gesagt, äh, Agis ist der Trainer äh, und wenn man gewinnt, dann, dann macht man alles richtig. Quattro bekommt von mir eine gute 3. Ein Doppelwechsel in der 78. Minute, da kam nämlich Zwarz für Greilinge. Endlich ist er zurück, Joel Zwarz. Und was er drauf hat, glaube ich, haben wir dann auch in einer Situation ganz extrem gesehen, als er den Ball da durchgespielt hat für den ebenfalls später eingewechselten Muteba. Das war, das war gigantisch, ein unglaubliches Auge, ein, eine unglaubliche Technik. Und da hat man eben schon gesehen, was da in den letzten Monaten gefehlt hat bei 60 München. Also das war echt gut. Das war echt gut. Jetzt muss er, wie, wie gesagt, versuchen, komplett fit zu werden. Dann kann der noch sehr viel Spaß machen in dieser Saison. Joel Schwarz. Ja, von uns beiden die Note 3. Ja, man hat natürlich gesehen, Tobi, dass er natürlich noch einen Rückstand hat ja, im Fitnessbereich. ja. Aber du hast es schon angesprochen, ich habe es auch im Live-Ticker geschrieben, dieser Pass eben auf Moteba, ich sage mal, ein Stürmer macht den Ball mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Und, und das gehört halt eben auch dazu, nicht nur, dass man Tore schießt, sondern auch Tore vorbereitet. Und, und da hat eben Zwarz prinzipiell seinen Dienst erfüllt und, und normal geht das Spiel dann 2-0 aus und deswegen finde ich das positiv, aber natürlich, man hat noch die Defizite gesehen, aber daran muss man arbeiten, er ist mehrere Monate ausgefallen und es ist klar, dass er nicht von 0 auf 100 durchziehen kann, also deswegen eine 3 für ihn. Also gemeinsam mit ihm kam eben Muteba, wenn er das Tor gemacht hätte, wäre er natürlich der große König gewesen, so muss ich sagen, oh, war das eine sehr schwierige Leistung, Muteba kam für Lackenmacher in die Partie, ich will den Jungen jetzt nicht äh, gleich, gleich irgendwie an die, an die Wand nageln. Nein, das möchte ich nicht. Aber man hat klar gesehen, fangen wir mit dem Positiv an. Er ist unglaublich schnell. Das ist positiv. Das Negative ist, er hat taktisch noch brutal viel Nachholbedarf. Er hat gefühlt jeden Zweikampf auf der Seite verloren, war völlig übermotiviert in dieser Schlussphase. Das war extrem schwierig. Also jeder, jeden Zweikampf hat er da gefühlt verloren. Auf der Seite, oh, also da muss er echt irgendwie sich mehr vom Jugendfußball noch entfernen und erst im Herrenbereich ankommen, Olli. Ich gebe ihm jetzt keine Note, aber anders kann ich es nicht formulieren. Ja, ich habe mich bei ihm noch für die Vier entschieden. Du hast natürlich recht mit deiner Analyse. Man hat natürlich gemerkt, dass es ein Unterschied ist, Regionalliga zu spielen oder eben dann dritte Liga. Es war natürlich auch ein schwieriges Spiel, in so eine Partie reinzukommen, muss man auch sagen. Aber prinzipiell sollte er mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Agilität da, da schon Akzente setzen. Das konnte er nicht. Klar, wenn er das Tor gemacht hätte, dann wäre er der gefeierte Mann gewesen. Neben Gutau ist auch klar und, und Jesper Verlat und Marco Hiller. Aber. Es hat nicht gereicht, der Ball wurde ihm dann noch abgegrätscht, meines Wissens, ähm, was ich noch so im Hinterstübchen habe. Äh, klar, er musste Lehrgeld zahlen, das ist aber auch gut für die Entwicklung eines Spielers und prinzipiell war Moteba ja auch ein Vorgriff auf die neue Saison. Ja? Ähm, aber lernen, gut trainieren und, und dann bekommt man vielleicht beim nächsten Spiel schon wieder eine Chance. So sieht es aus. Dann noch zwei Wechsel. Ja, Ludwig ähm, hat versucht, das Ganze noch heimzubringen. Ludwig kam für Schröter in der 86. und dann Steinhardt in der 93. für Frei. Das also die restlichen Wechsel. Da wollen wir es einfach mal damit belassen. Da braucht man, glaube ich, keine Noten mehr geben für ein paar Minuten. So, also 1-0. Der Sieg in Ferl. Jetzt geht es gegen Ulm. Da bist du dir sehr sicher. Ich habe da ein bisschen Schiss, weil ich noch ans Hinspiel denke, als der Ball da vom Winde verweht wurde. Und kann nicht, Tobi, ich kann auch mich noch ja? an ein Spiel erinnern. 60 ist, glaube ich, damals gegen Ulm aufgestiegen. Ja. War mein, 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 erstes, mein erstes Löwenspiel, mein erstes Löben-Erlebnis, Ausstiegspiel gegen den SSV Ulm und dann ab an den Marienplatz. 1-1 oder 22, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, 1-1 war es. Ja. Also, Ulm hatte ja auch eine Bundesliga-Tradition, muss man ja auch wissen. Ich kann mich noch erinnern an ein Spiel, das war im Februar 2000, äh, hat 60 München äh, 0-3 verloren in Ulm. Äh, bei der Hinfahrt habe ich äh, die, die, diese, diese pikante Geschichte geschrieben, äh, dass äh, die Ehefrau. Da von ich auch Thomas, dabei. Ja. Dass äh, die damalige Ehefrau von Thomas Hess, Essler eine Liaison hat mit Edgar Genen, mit dem Sportchef. Wenige Tage später war dann eben Edgar Genen äh, weg bei 60 München. Und dann ging es plötzlich wieder in eine ganz andere Richtung. Am Ende Platz 4 in der Bundesliga. Jo, das waren noch Zeiten. Ja, also wir werden sehen, es wird auf alle Fälle ein schweres Stück Arbeit für den TSO 1860 am Wochenende. Ähm, der Reminder für den Hinterkopf, Mitte Juni Mitgliederversammlung, stellt euch einen Wecker, schreibt es euch in den Terminkalender. <laughs> das das wollen, wir, wollen wir bei der Gelegenheit nicht vergessen. Bis Mitte März, glaube ich, Olli, korrigiere mich, gibt's, kann man noch Anträge einreichen? Ne? Nein, man kann bis zum 1. März Anträge einreichen bezüglich ja. der, Satz, in der Satzänderung, ja. Und bis zum 20. März, glaube ich, kann man quasi sich bewerben für den, für den Verwaltungsrat oder für die anderen Positionen, Ehrenrat, dann Kassenwart oder Kassenprüfer. Aber Tobi, wir sollten schon mal kurz sprechen über das Bündnis Zukunft 1860 bzw. über die Angriffe auf diese neue Konstellation. Ja, ich war ja auch mit, mit dabei bei dieser ersten Pressekonferenz. Ähm, ich, ich bin, bin gespannt, ähm, wie, wie, wie die Herrschaften sich dann äh, aufstellen werden an der Mitgliederversammlung. Ich möchte mir noch kein abschließendes Bild machen, aber es ist deutlich zu erkennen, dass diese Gruppierung jetzt von, von diversen äh, Blocks und, und aus verschiedenen Richtungen jetzt attackiert werden, weil man sieht, oh, Hilfe, die könnten uns vielleicht gefährlich werden. Ja, ist ja klar, wenn, wenn man so Leute wie Professor äh, Lutz aufstellt, oder beziehungsweise er ist ja noch nicht aufgestellt, aber, aber er könnte ein Kandidat sein. Und, und der Mann ist IHK-Präsident, war bei der Bayer-Vorstandsvorsitzender, äh, Bayer hat die Süddeutsche Zeitung restrukturiert. Also, das ist schon ein Name, ja, und einer oder ich wünsche 60 München, dass solche Leute sich bei einem Verein engagieren, weil mit solchen Leuten kommst du einfach weiter ja, und nicht mit, mit Leuten, die an einem Streit immer interessiert sind. Ja? Wer 60 München ist, kann nicht sein, dass dieser Verein auf der Stelle tritt. Das, das darf nicht sein. Ja? Dieser Verein hat viel, viel mehr Potenzial und wir wissen, was passieren kann, wenn der Löwe erwacht. Ja? Und dann habe ich natürlich noch ein anderes Problem. Auch äh, war in einem dieser Blogs gestanden. Ich muss jetzt mal das vorlesen. Äh, da steht drin: äh, jetzt wir mal. Klar, sollte sein, Pfeiffer benötigt einen festen jo äh, Job. Bislang wurden wohl alle seine Bewerbungen bei Drittligisten und auch Bundesligisten abgelehnt. Also, wie man sowas behaupten kann. Also, ich. Wie gesagt, ich berichte seit 35 Jahren über diesen Verein. Ich weiß, wie Recherche funktioniert. Aber dann sowas zu behaupten, solche, solche, solche Thesen aufzustellen, also finde ich gewagt, vor allem, weil man den Herrn Pfeiffer ja gar nicht kennt oder beziehungsweise auch, auch sein, was im Hintergrund passiert. Also ich würde mir das nicht trauen, sowas aufzustellen. Und ich glaube, dass, dass diese Zeilen äh, bald ja, auf den Prüfstand kommen. Ja, die werden schneller auf den Prüfstand sein als das mancher für möglich hält. Ja, so, so lassen wir es einfach mal stehen, Olli. Das war's von uns, ähm, von Radis serben mit einer neuen Ausgabe und wir wünschen uns, dass Ollis Voraussage eintreffen wird fürs nächste Wochenende, das wäre sehr wünschenswert, dann drehen sie, glaube ich, alle völlig durch bei <laughs> 60 München, dann, äh, ja, wird spannend. Dann werden das wäre wir... der fünfte Sieg in Folge, Tobi. Das, damit würde eben 60 einen alten Rekord einstellen. Ja. Wir wünschen uns das. Das war's von uns. Macht's gut. Servus. Ciao.